Klassischer Heavy Spot, Mitte? Right. Ding. Ja. Ja, hier so südliche Gasse. Die 16K-Leitung ist fürs YouTube nicht förderlich. Nee, wirklich nicht. Ich habe auch mal überlegt, ob ich streamen sollte, aber mit der 16K-Leitung kannst du es vergessen. Das geht. Ich habe auch eine 16K-Leitung, aber ich habe einen vernünftigen Upload. Von dem habe ich ein bisschen Glück gehabt, weil ich habe 1700, was sind es, K-Bits oder Kilobytes? Kilobytes, glaube ich. Keine Ahnung. Und effektiv brauchst du 1500 für eine vernünftige 720p, dann geht es schon. Okay. Also mit den richtigen Einstellungen kannst du es mal probieren. Also ich kann es dir, wie gesagt, würde ich... Wo machst du das? Twitch und dann mit Aufnahme ist Open Broadcaster Software. Und OBS, also Open Broadcast Software, ist eine kostenlose Software. Das heißt, kann man easy mal probieren. Und wenn du magst, ich kann dir mal meine Einstellungen geben. Dann kannst du es ja mal schauen, ob das mit deiner Leitung auch geht. Ja, können wir mal kicken. Schon wieder keine AT im Übrigen. Ja. Finde ich immer ganz schön, wenn ich hier hinfahre, wo ich jetzt gerade hinfahre, ohne AT zu haben. Na, Objekt. Ach ja, das ist ein neuner Gefecht. Verdammt. Ja. Ich habe gerade in den Lauf von einer vom Objekt geguckt und dachte mir, Panzer, kennst du doch? Oh Gott. Jetzt rushen sie hier schon schnell rum. Okay, warte, ich helfe dir. So, ich habe so Angst hier. Keine Angst, ich kann dich ein bisschen supporten. Der M103 hat gerade Suizid begangen, quasi. Oh, nice. Und der IS auch? Alles klar. Die kümmern sich gerade um ihn. Next Target IS-8. Ja, alles klar. Getrackt. 110. Kommen nicht so drauf. Ja. Nice. Das sind 19 Life Points. Good job, Idiot. M103 schreiben sie. Ja, da haben sie sich ganz schön gerettet, da haben sie sich ganz schön verwirren lassen von dem. Ja. Er hat uns gerade den Tag gerettet. Nicht aber schlecht. Sowas von. Ich wollte das Objekt hin, ist von der möchte ich keine Schelle kriegen. Nee, null. Wobei auch Rheinmetall ganz schön uncool ist. Er hat gerade geschossen. Nein, oh, T129. Nee, nicht du, alles easy. T129 steht bei mir im Schuss. Die rushen gerade die Mitte. Nice. Willst du erstmal Richtung Mitte supporten oder wollen wir das Objekt anspotten? Warte mal, was macht der Jagdpanther? Der müsste eigentlich das Objekt bekommen. War Objekt noch hier? Ja. Okay. Ja, wir haben jetzt ein Problem. Ja, lass das Objekt rushen. Oder ich mach. Okay. Fahr du zurück, fahr du einfach zurück. Alles easy. Boah. Wusste nicht, dass. Ja, das war. Der hat mega Lack gehabt gerade. Alter, das war eine 1138er Schelle. Der hat mir das Munilager direkt weggenommen. Ohne dass wo es beschädigt war. Nee, bei mir, weit weg. So, jetzt liegt diesmal natürlich die Last bei dir. Ja, verdammt. Du kennst das Spielchen? Ich kann unter Druck nicht arbeiten, weißt du doch. Tausende von Leuten schauen dir zu, also ganz entspannt bleiben. Ah, die Retourkutsche. Ich ignoriere den, soll sich wer anders um ihn kümmern. Ja. Okay, die sind offen, das ist schon mal ganz gut. M103, die Cap. Nee, M103 kann gar nicht schießen. Warum denn nicht? Jetzt hat er es geschafft. Aber der andere hat mehr. Der andere hat viel mehr. Oh, nice, oh, jetzt war es das. Geil. Oh. Oh. Das war der Vorführeffekt. Ich bekleckere mich heute wirklich nicht mit Ruhm, muss ich sagen.
Der T29, was ein Glück, dass er nicht abdrücken kann, der andere. Ja, meine Leiche, wie sie da brennend vor sich hin sieht. Direkt nochmal IS-3 weiter mitmachen, oder? Jupp. So. Himmelsdorf. Zehnergefecht. Schön. Läuft bei uns. Gibt nichts Schöneres als Zehnergefechte. Vor allem mit einem Achterpanzer, aber wieder keine Artillerie. Ja, das stimmt. Himmelsdorf wäre das sowieso egal gewesen. Himmelsdorf ist echt scheißegal. Wobei ich habe immer das Glück, wenn ich auf dem Hügel fahre, dass mich die Arti rausholt. Immer. Ich bin der Idiot, der nämlich rechts immer vorbeifahrt an dem Häuschen, sozusagen, an dem Schloss. Und da wartet die Arti dann so drauf. Okay, dann unterbreite uns jetzt einfach mal unseren Masterplan. Der Master? Was haben wir vor? Ich habe echt keinen Plan. Plan. Ja, okay, das dachte ich mir nicht. Ich habe auch keinen Plan. Also entweder wir können jetzt wirklich die 1er-2er-Linie, die 2er-3er-Linie klar machen und gucken, ob da was kommt. Ich glaube, so viele Alternativen haben wir nicht, ne? Also Jagdpanzer EN-100 in der Schlachtergasse, habe ich irgendwie keine Lust drauf. Ach, wieso denn nicht? Weiß nicht. Heute einfach mal nicht. Okay. Okay, ich gehe weiter vor und spotte an für dich. Okay. Ah, oh, das hasse ich ja, wenn sie da reinkommen. Er hat einen weichen Turm. Ah, oh, der ist, aber ja, kaum sagst du es, prall ich ab, gell? Der 71er hier, der hält mich bloß unter Dauerspot. Ja, dann pass auf. Ein 8-8er. Okay, Panther 8-8, ja, der ist da hinten in... Der wäre schön. Den würde ich nehmen. WZ kommt da hinten. Da hinten ist auch eine sehr gute Ansage auf der 1er-Linie. Ach ja, okay, alles klar. Das mag ich selber nicht, wenn Leute sagen, da hinten, das ist auch immer ganz doof. Ja, wenn du DayZ spielst, kennst du Standalone? Ja, klar. Da fängt immer dein Herz an zu rasen. Das Spiel macht sowieso paranoid. Ja, das ist nicht so meins, muss ich gestehen. Ja, schon wieder. Wir müssen hier raus! Der ging nicht durch. Wie kann ich denn am IS-3 seitlich am Turm abprallen? Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich beim 69er bounce, aber anscheinend hat er doch einen härteren Turm, als ich gedacht hätte. Oder gedacht habe. Na, jetzt habe ich hier ganz gute Schussbereich auf den IS-3, wenn er so bleibt, und der bleibt so lustigerweise. Ah, IS-8. Der ist ja geil, der IS-3, der gegnerische. Unser IS-8 ist hardcore drauf hier. Okay, der Hill ist safe. Hill ist safe, gut. Ja, Schlachtergasse wird jetzt auch gerade umzingelt. Könnten wir also mal weiter drücken. Die Situation hier ein bisschen klären. Der Ferdinand schaut wahrscheinlich in unsere Richtung, oder? Ja. Das ist doof. Auch Deckung. Okay, der 69er ist ausgewichen. Komm, 69er, komm nochmal zurück. Wollen wir den Sprung über die Freifläche hier machen? Ja, ich fahr mal vor. Ich bin auch noch fast full life. Ferdinand guckt. Ah, hat mich sogar noch getroffen, der Hund. Wahnsinn. Achter vor uns. Ich bin abgeprallt. Kette beschädigt. Kette wurde getroffen. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu aggressiv. Egal. Kannst du dann in die kleine Gasse wieder reinfahren? Obwohl, nee, da stehst du ja relativ safe. Ja.
Bin links von dir. Der AMX guckt jetzt ober. Hab ihn. Schön. Wann hast du nachgeladen? Ich sehe es gerade nicht, weil mein Munilager raus war, aber ich habe das Gefühl, so jetzt gleich, ja. Nice. Schön. Ferdinand ist immer noch Mittelgasse, wollen wir uns den 8 ja. zuerst holen? Nee, ich mache jetzt meinen Ferdi, der hat mich schon zweimal gehittet. Ich gehe dann auf den 8-8er. Brauchst du Hilfe da? ja, nein, nein, alles gut. Alles gut, gut. Aber übrigens, mein Munitionslager ist kaputt gegangen dabei. Also Munitionslager und ich, wir sind gerade keine guten Freunde. Jupp. Ich komme dir jetzt zur Hilfe. Ah. Ja, ja, lala. Mach das. Ja, ich, ne? Nee, ich weiß auch nicht. Ich denke mir, so einen Hit kannst du entspannt einnehmen und zack, Munitionslager weg. Obwohl ich es vorher gerade repariert hatte. Also es war eigentlich frisch. Ärgerlich. Jetzt nimm ihn raus. Nein! Ah, was soll's. Egal, Sieg ist Sieg. Genau. Ja, eine erste Klasse. Ja, schön. Hier, alle 10er Gefecht und wir sind ganz oben. Na gut, als 8er ist es ziemlich leicht, Punkte zu machen im 10er Gefecht. Das ist wohl wahr, ja. Wenn ich mir ganz mal Damage angucke, du auf dem 4. ich auf dem 2. Ja. Naja.